gestrandet in einer dunklen, tiefen Höhle, Trüberbrook oder irgendwo unter Trüberbrook in den Felsen. Bin ich, Dennis, hallo, und Hans. Das erste, was ich mir angucke, ist natürlich dieses Werkzeug. Eine Spitzhacke erscheint mir eine, genau, sinnvolle Anschaffung in so einer Situation. Okay, bevor ich das mache, gucke ich mir erstmal alles an. Ich will, denke ich mal, da hoch. Sie ist völlig hinüber. Wir haben das letzte Mal den Eingang hier in die Mine freigeräumt und irgendwelche geheimnisvollen Sachen spielen sich ja hier seit ein paar Jahren ab. Nicht vergessen, Kinder. Fahrt nie ohne Helm. Ja. Looks like shit, but saves your life. Hinüber. Wie unser Verkehrsminister sagen würde. Ich trete da nochmal gegen. Ja, die fällt bestimmt runter. Warte mal, ich guck. Guck mal da runter. Es geht ziemlich tief runter. Ich kann den Boden nicht sehen. Okay, was bringt mir das dann, das Ding da runter zu schubsen? Kann mich irgendjemand hören? Ich glaube, da ist ein Echo da unten. Das ruft zurück. Ich habe schon mal von Höhlenfischerei gehört. Aber dazu bin ich jetzt wirklich nicht in der Stimmung. Gut, dass ich die Angel dabei habe. Ich wünschte, ich könnte für immer in Trüberbrook bleiben. Nein, ich wünschte, ich würde endlich jemanden finden, an dem mir wirklich etwas liegt. Ich wünschte, ich könnte aus dieser gottverlassenen Höhle entkommen. Ich wünschte, dieses ganze Wünschen würde irgendetwas bringen. Das mit ich der wünschte, Höhle finde ich gut. Ich könnte aus dieser gottverlassenen Höhle entkommen. Ich glaube, das kommt da unten nicht mehr an. Na gut, ich trete das jetzt mal da runter. Wenn das Spiel mir die Möglichkeit gibt, dann wird das schon nicht falsch sein. Oh, weg mit dem Ding. Ja, es scheint ein Achievement dafür zu geben. Warum auch immer. So, was ist hier? Ein Rohr. Eine Leitung irgendwie, irgendeiner Art. Völlig porös. Es fällt was aus den Halterungen. Bei diesem Ventil fehlt das Rad. Aber hier ist doch ein Rad. Können wir das da nicht einsetzen? Okay, also hier kann er auf jeden Fall irgendwas mit der Spitzhacke machen. Draufhauen. Im Zweifelsfall immer erstmal draufhauen. Did that do something? Was ist hier oben? Ein Stalaktit? Was macht der da? Rumhängen, ja okay, das machen Stalaktiten häufig. Interessante Formation. Sieht brüchig aus. Ich muss wahrscheinlich irgendwie das Rohr zum Bersten bringen, damit der Stalaktit runterfällt und ich da rüber kann. Aber das bringt ja auch nichts. Ich meine, der Stalaktit ist 2 Meter hoch und das scheint hier deutlich tiefer runter zu gehen. Hilfe! Jetzt redet er schon mit Stalaktiten. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt gebracht hat. ich mach hier eine Menge Sachen, die irgendwie für einen Beobachter keinen Sinn ergeben dürften, bin ich mir ziemlich sicher. Gut, dann agieren wir jetzt mal mit dem Rad. Nehmen das mit, genau. Und setzen das hier ein, um was man mit so einem Zahnrad alles machen kann. Irgendwelche das überhaupt ich sogar ohne Schraubenschlüssel. Überhaupt nicht dafür geeigneten Rohre damit ausstatten. Na dann, Wassermarsch. Ah, guck mal, jetzt fülle ich das hier mit Wasser, diese Kluft. Und weil da der Stalaktit drin... Okay, nicht der Stalaktit, aber immerhin die Lore. Okay. Na, das ist doch ganz nett. Dann fahren wir doch jetzt mal rüber, würde ich sagen. Aber wieso habe ich jetzt den Stalaktit darunter fallen lassen? Was hat das gebracht? Hat das überhaupt irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Wisst ihr, was das soll? Warum musste ich den Stalaktit da jetzt reinwerfen? Ich sag mal, auch das Rätsel jetzt hier war eher so ein bisschen... spielt sich von alleine mäßig. Wenn es nur 3 Hotspots irgendwie gibt, die sinnvoll sind, dann gibt es
da nicht so viel zu tun. Oh, wir hatten keine Animation mehr übrig fürs Hochklettern. Schön. Die Gretchen, die bestimmt, die muss ja auch noch irgendwo sein. Mal ganz abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, wie sie da reingekommen ist. Das ist schmutzig. Weil der Eingang... Du hast ja den ganzen Weg durch die alte Mine gestolpert. Ach so, sie ist da oben reingeklettert. Darauf muss ich nicht antworten. Auf jeden Fall würdest du mir nie glauben, was mir alles passiert ist. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Musst du mir unbedingt bei Gelegenheit mal erzählen. Sieht aus wie so eine Waldorf von Türen Fallout. Da soll wohl jemand auf jeden Fall am Betreten gehindert werden. Okay. Wie kommen wir da jetzt rein, ist die Frage. So viele Sachen gibt's ja hier nicht. Also da sind irgendwelche Sachen an die Wand gekritzelt. Was ist das dort? Nur ein Riss in der Wand. Okay. Da oben ist noch irgendwie was. Was ist das dort? Und sie leuchtet dann da immer hin, oder was? Das glaubst du nicht. Das sind germanische Runen, mein Spezialgebiet. Na, passt ja. Oh, bedeutet so viel wie kehre um, Fremde, erwartet dich jedoch nur der Tod. Na dann. Das hat irgendwie das Licht am Tor aktiviert. Okay. Siehst du, wie sie nachleuchten? Okay, wir müssen jetzt also dementsprechend 5 solche Aussagen finden. 5. Nur Dreck. Dreck an der Wand. Nur ein Fledermausrudel. Oder ist es ein Schwarm? Eine Herde? Da ist noch was? Kannst du bitte mal da drüben hinleuchten? Warum auch immer die Tür aktiviert wird dadurch? Ah, interessant. Sieht aus wie eine lateinische Inschrift. Halt dich fest. Da steht frei übersetzt: Weg ohne Wiederkehr. Ha! Papalapap, ihr Römer. Interessant. Da steht doch aber die Inschriften scheinen Omnia Mortem, also des Tors verbunden zu sein. Alles vielleicht eine tot Art Lichtsensorik? Oder so. Das stimmt ja nicht mal die Übersetzung. Also, das ist nicht gut, liebes Spiel, das ist nicht gut. Da stimmt nicht mal die lateinische Übersetzung. Das kann ich als alter Lateiner natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Was hältst du da? Wo ist der Stohwasser? Krass. Tenhauser, das sind altägyptische Hieroglyphen. Hieroglyphen? Was machen die denn hier? Ich kenne mich damit leider nicht so gut aus. Das eine Zeichen links könnte Tor oder Durchgang bedeuten. Gefolgt von dem Zeichen für Tod. Na, bist du auch langsam neugierig? Naja, jede dieser Aussagen in einer anderen Sprache, dass das kleine Lämpchen angegangen ist, sagt, dass es da der Weg des Todes ist. So, Intendant. Oder wie hieß das? Intendant? Intendant. Wir müssen die Tür aufbekommen. Intentatus. Intendant. So, ich bin hier gerade im Lateinwörterbuch, das hier noch aus der Schulzeit hinter mir steht im Bücherregal. Und das heißt so viel wie Intentus bla bla bla, angestrengt, Anspannung, Absicht. Intendo, Intentus, vielleicht ist es auch das. Wie kommt es daher? Also irgendwas mit Anspannung und des Todes. Weiß ich jetzt nicht so genau, worauf die Aussage hinaus will. Kannst du bitte noch was? Mal da drüben hinleuchten? Oder da könnte noch was sein? Nee, das ist... Oh, nur ein Schatten. Nur ein Schatten? Hast du schon eine Idee? Leuchte mal bitte hier oben hin. Ja, wir müssen ja einfach nur alle 5 Texte finden. Nein, nichts. Das ist jetzt so dieses typische geile Adventure, pixelgenaues Absuchen. Das macht Spaß. Oh, was ja. Ist das da drüben? Da steht noch was. Denkst du, was ich denke? Nein. Ist das ein Graffito? Hier unten? Schwierig zu lesen, jedenfalls. Aber? Ist das auch das Hexagon? Keine Ahnung. Da, noch ein Licht. Genau, eins brauchen wir noch. So. Da ist doch noch was. Leuchte mal bitte auf die Stelle dort.
Ah, so, dann haben wir sie alle. Das sieht aus wie steinzeitliche Höhlenmalerei. Wer hätte damit gerechnet? Eine Gruppe von Strichmännchen, die um eine Art Hexagon herum eingeschlafen ist. Tannhauser, das ist eine Sensation. Eingeschlafen, ja? Jetzt sind es 5 Lichter. Was hat das zu bedeuten? Ja, jetzt können wir doch garantiert die Tür aufmachen. So, was ist hier? Hier ist doch so ein kleiner Kasten. Ein Öffnungsmechanismus. Den drücke ich mal. Also jetzt müsste ich der Zugang bekommen. Sesam, öffne dich! Ja, Gretchen, du darfst gerne Sesam, öffne dich sagen, wenn ich einfach auf den Knopf drücken darf. Und schon wieder. Oh nö. Oh nö, müssen wir die jetzt in der richtigen Reihenfolge aktivieren, die Scheißteile? In der Reihenfolge der... Na, okay, was hatten wir da? Also wir hatten hier... Jetzt ist die Frage, was war früher da? Ägypten oder das Zeug da? Weil Graffiti war das Letzte, das ist klar. Jetzt müsste man wissen, von welchem... Also Latein ist auch relativ jung. Höhlenmalerei ist wahrscheinlich das Älteste. Dann fange ich mal damit an. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Wie lange das jetzt dauert, ey. So, dann haben wir das. Dann ist doch... Das hier oben war doch... Könntest du mir nochmal dieses Runending zeigen? Sind die Runen älter als das Ägyptische, ist die Frage. Ich probiere es jetzt mal so rum. Ansonsten muss ich Ägypten als nächstes nehmen. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Weil ich würde schon sagen, Latein ist halt so 2000 Jahre. Also 2500. Ägypten ist 5000 plus... Graffiti ist natürlich viel jünger, das sind die letzten Jahrzehnte. Die lateinische Inschrift. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob 1967 Graffiti schon so eine Thing war. Ich dachte eigentlich, das wäre eher so eine 70-80s Erfindung. Können wir uns nochmal das Graffito anschauen? So. Das müsste es doch jetzt gewesen sein, wenn ich... Und wieder. 5 Lichter. Ja, ja, klar. Wenn ich nicht völlig falsch liege. Die Chronologie der... Oh, nee. Und schon wieder. Scheiße. Okay. Also die Höhlenmalereien sind am ältesten. Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? So. Dann kommt Ägypten, dann kommen die Runen. Ja, die Runen sind ja auch eigentlich eher so... Hätte ich jetzt gesagt, auch so... Könntest du die Taschenlampe Jahre alt oder die Hieroglyphen richten? Hieroglyphen? Ich meine, das alte Ägypten gab es ja schon... 3.000 vor Christus in mehr oder weniger der Kultur. So, hier jetzt kommen die Runen. Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? Wenn ich doch nicht so lahm machen würden. An sich eine ganz schöne Idee. Sag mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Nur könnte sie, finde ich, ein bisschen mehr dazu sagen, irgendwie aus welchem Zeitalter das ist. Also ich... Das ist ja jetzt schon auch ein bisschen fieses allgemein Hintergrundwissen, was man einfach haben muss. Das sagt einem das Spiel halt jetzt nicht, von wann was ist. So. So. Und wieder. 5 Lichter. Ja. Also mehr Ideen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wenn es das nicht ist. Okay. Und schon wieder. Es ist jetzt verrückt. Okay. Aber die Höhlenmalerei muss doch... Latein ist doch nicht älter als Runenschrift, oder? Bin ich bescheuert? Runenschrift ist doch... Okay, einen habe ich noch. Also Höhlenmalerei ist das Älteste, oder? Könntest du nochmal die Höhlenmalerei anleuchten? Alles andere macht doch überhaupt keinen Sinn. So, dann kommt Ägypten. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Ist Latein echt... älter als Runen? Hätte ich es nicht gedacht. Könntest du mir nochmal dieses Runding zeigen? Oh, jetzt habe ich es falsch rum gemacht, ne? Ach, ich dödel. Ja, okay. Entschuldigung. Und schon wieder. Na gut, okay, so jetzt.
weiß, es ist nicht das Spannendste zum Zugucken, aber ich bin hier auch das erste Mal. Und ich leide mit euch zusammen. Jetzt habe ich ja auch fast alle Kombinationen mal durch. So, komm Gretchen, lass mich mal. Also jetzt das, dann kommt Ägypten. Könntest du die Taschenlampe nochmal auf die Hieroglyphen richten? Latein ist echt älter als germanische Runen. Das ist... naja, gut. Wo ist Latein gewesen? Hier irgendwo, oder? Hallo. Da waren die Runen. Hier ist Latein. Zeig mir doch bitte nochmal die lateinische Inschrift. Ja. Dann kommen die Runen. Könntest du mir das Graffiti ist auf jeden Fall das letzte. Zeigen? Und dann müssten wir es doch eigentlich haben. Also wenn es das jetzt nicht ist, dann weiß ich wirklich gar nicht mehr. Dann ist Graffiti eindeutig älter als ägyptische Hieroglyphen. Würde ich sagen. Dann haben das nämlich nicht irgendwelche Kids in den 70ern erfunden, sondern fünf Lichter. Eindeutig die alten Babylonier. Boah, komm. Sesam, öffne dich. Das könnte gut werden. Wahrscheinlich haben sich immer mal wieder Entdecker in diese Höhle verirrt. Seltsam, dass jeder von ihnen eine Warnung hinterlassen hat, oder? Und wer auch immer dieses gigantische Stahltor gebaut hat, wollte auf Nummer sicher gehen, dass nur jemand mit dem nötigen Wissen es öffnen kann. Und auch das lange nach dem Ableben der nötige Erbauer. Wissen ist... Ich nehme an, sie haben die verschiedenen Inschriften genutzt und den Code wortwörtlich an der Wand hinterlassen. Für einen Notfall vielleicht? Was für eine logische Beobachtung. Wer würde so ein Tor verschließen? Endlich! Okay, vor allem was für ein Hightech das ist, das durch Anleuchten von Malereien an der Wand ein Mechanismus in einem Tor aktiviert wird. Das muss ja mit Lichtsensoren oder so funktionieren. Hätte ich Ihnen jetzt in eben den 60ern noch nicht zugetraut. Ui, wir machen eine Entdeckung. Erst einmal den Lichtschalter finden. Okay, ja, den Lichtschalter suchen wir aber erst in der nächsten Folge von Trüberbrook. Denn jetzt scheinen wir ja drin zu sein in irgendeiner Art von Forschungsanlage, in diesem Bunker hinter der riesigen Stahltür. Und vielleicht ergründen wir jetzt ein bisschen mehr, worum es hier eigentlich geht in diesem ganzen Trüberbrook. Denn noch so richtig kam da noch nicht so richtig was bei raus bei unserer Untersuchung. Immer nur so ein paar Andeutungen. Hier mal Quantenphysik, da übernatürliche Phänomene, hier Alien-Anspielung. Aber was es genau alles damit auf sich hat, wer weiß. Vielleicht ist das Spiel auch wie Lost. Vielleicht klärt es das auch nie auf. Und man spielt einfach vor sich hin und irgendwann ist das Spiel vorbei und man weiß immer noch nicht so richtig, was los war. Wir werden sehen. Bis zur nächsten Folge, Leute. Ciao.